Alte Fotos sind auch eine wunderbare Quelle, um auf Ideen zu kommen. So richtig alte, so in Schwarz-Weiß. Oder vielleicht sogar noch Dias. Wisst ihr das noch? Ich habe das früher geliebt, wenn ich bei meinen Eltern aus dem Keller den Dia-Projektor aufgebaut habe. Ein weißes Laken an die Wand gepinnt und dann Dias rausgeholt. Und natürlich ist das spannend, sich zu überlegen, boah, guck mal, so haben die Menschen ja früher noch mal gelebt. Warum stehen die da jetzt so alle zusammen? Sind die wirklich so schwimmen gegangen mit diesen Ganzkörper-Badeanzügen und warum waren die Männer und die Frauen noch mal getrennt? Schon bist du wieder auch in einem aktuellen Thema. Geschlechter, Anerkennung, Diversifikation. Man kann Altes mit Neuem da wunderbar verknüpfen. Aloha und herzlich willkommen zum Butterfly Schreib dein Buch Podcast. Hier bekommst du wöchentlich tolle Snacks und Impulse rund um das Thema Buchschreiben, Vermarkten und Veröffentlichen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge im Bookerfly Schreib dein Buch Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und eingeklickt habt. Ja, ich bin Ilka Sommer und zuständig im Bookerfly Club für die Kurzgeschichten. Ich bin Autorin, Korrektorin, Lektorin und Coach im Bookerfly Club. Ja, und heute möchte ich dir wieder etwas über Kurzgeschichten erzählen, weil das sind einfach so, ja, meine Lieblingselemente, wie ich ans Schreiben gekommen bin und liebe es einfach, Tipps da weiterzugeben, wie man mit Kurzgeschichten, ja, sich dazu trainieren kann, auch auf lange Distanz für richtig lange Romane ein Schreibhandwerk auszubauen. Ja, aber womit wir anfangen, ich habe im letzten Podcast darüber gesprochen, wie man eine Kurzgeschichte aufbaut, aber ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück. Nämlich auch die Frage, wie komme ich denn überhaupt erstmal an coole Geschichtsideen? Das gilt ja nicht nur für eine Kurzgeschichte, sondern das gilt natürlich auch für einen Roman. Wobei ich dir eigentlich empfehlen würde, versuch erstmal eine Idee für eine Kurzgeschichte zu finden. Ganz oft ist uns das in den Kurzgeschichten-Challenges schon passiert, dass aus dieser kurzen kleinen Idee etwas wurde, ein Samenkorn, wo der Autor oder die Autorin dachte, boah, das kann ich ja noch ausbauen. Das hat ja Potenzial für viel, viel, viel mehr. Und so kann mit dem Startschuss einer kurzen kleinen Geschichte auch eine lange Geschichte wachsen. Ist immer Spaß, diese Entwicklung zu sehen. Denn die Frage oder die Aussage, ah, mir fällt nichts ein, was soll ich schreiben? Das ist so schwierig, eine Storyline zu ersinnen. Die soll ja auch spannend, die soll auch interessant sein. Und ich lasse das nicht gelten, dass man sagt, ach nee, nein, da geht überhaupt nichts. Es gibt so viele Möglichkeiten, deinen Inspirationskoffer zu befeuern. Das ist jetzt mein Job für heute. Das habe ich mir heute auf die Fahne geschrieben, dich so zu inspirieren, dass du am besten sofort sagst, ja, okay, das höre ich jetzt noch zu Ende, aber dann setze ich mich sofort an den Schreibtisch, weil mir ist eine Idee gekommen. Also, wo können wir überall Impulse herbekommen, um Geschichtsideen zu finden? Fangen wir ganz simpel an mit einer Beobachtung. Das sagen ganz viele Autoren und das hat auch Sebastian Fitzek schon gesagt. Wenn man irgendwo sitzt und du bist entweder im Café, in der Stadt, in einem Bus, dir ist gerade langweilig, beobachte mal deine Umgebung und beobachte deinen Menschen. Und zwar mit allen Sinnen. Nicht nur, was siehst du. Das ist immer so das Erste. Wir sind sehr visuell, wir Menschen. Aber konzentriere dich mal auf deine anderen Sinne. Was hörst du? Was riechst du? Gibt es irgendwie besondere Gerüche da, wo du gerade bist? Stehst du gerade am Meer? Kommt vielleicht der Salzduft rüber, dann hörst du die Möwen schreien, es ist vielleicht kalt, du hast ein kaltes Gefühl, du hast eine Emotion. Was machen die Menschen um dich da herum? Sind die eilig, sind die laut, wo bist du in einem Konzert? Stehst du gerade in der Schlange? Ist da irgendeine Person, die besonders skurril aussieht? Diese Beobachtungen können direkt schon ein Startschuss sein für eine Geschichte. Weil wir Autoren und Autorinnen haben ja das Glück, einfach unserer Fantasie freien Lauf zu lassen, irgendwas anzugucken, eine Taube in einem Nest zu sehen und zu überlegen, so, was denkt die jetzt? Was macht die jetzt? Die brütet. Warum brütet die? Wie lange brütet die? Macht die sich überhaupt Gedanken darüber? Und schon kannst du vielleicht mal aus der Perspektive einer Taube erzählen, wie die so ihren Tag verbringt. Klingt jetzt vielleicht noch nicht nach einer absoluten Knallerstory, aber es ist ja auch nur eine Idee. Ich möchte ja jetzt nur so ein paar Körnchen hinwerfen, damit es bei dir auch losgeht und denkst, ja, okay, das hätte Stoff. Warum nicht mal das denken? Nächster Punkt nach den Erlebnissen, nach dem Beobachten sind die Erlebnisse. Oft, und auch das hat der Herr Fitzek schon mal gesagt, integriert er auch Erlebnisse aus seinem eigenen Leben in seine Geschichten. Oder er lässt
Figuren auftauchen, die gerade in seinem Leben eine Rolle gespielt haben. Nur so ein kleines Merkmal. Er nimmt die gesamte Figur, soll man ja auch nicht, Persönlichkeitsrechte, sondern er nimmt einen Teil davon, einen Charakter davon. Also, warum nicht in deinem eigenen Leben mal auf die Suche gehen? Weil es gibt bestimmt einen Moment, wo du besonders freudig, emotional, erregt, getroffen, verletzt, zerstört, eine besondere emotionale Situation hattest. Was war da in deinem Leben? Was hat das mit dir gemacht? Wie hat dich das beeinflusst oder wie hat dich das verändert? Auch ein Startschuss für eine Geschichte. Dann musst du nicht genauso authentisch weitererzählen, aber du kannst das als Grundidee nehmen, um darauf aufzubauen. Warum hat sich dann mein Leben so entwickelt? Weil damals dieser Autounfall war. Oder weil ich mich von einem Menschen getrennt habe oder weil ich mit einem Menschen zusammengekommen bin. All das beeinflusst uns ja sehr stark. Was interessiert denn die Menschen? Was wollen die denn lesen? Natürlich gibt es welche, die suchen Zukunftsromane oder die suchen was Historisches oder was Dystopisches, aber auch aus dem Leben zu lesen, darüber zu lesen, wie andere Menschen ihr Leben meistern, Probleme meistern, welche Probleme sie überhaupt haben. Das interessiert die Menschen. Das ist also schon ein guter Startpunkt für eine Idee. Dann haben wir natürlich Charaktere. Egal, ob jetzt aus dem echten Leben, aus dem Buch oder aus dem Film, so richtige Charakterköpfe fallen einem schon mal auf die Füße und die fallen dann auf. Und dann überlegt man, wieso ist der so? Was ist seine Geschichte hinter diesem Menschen? Warum zieht er sich so an? Warum spricht er so? Was hat ihn dazu gebracht, so zu werden? Und dann kann man natürlich auch weiterspinnen. Welche Ziele und welche Träume hat er? Und ist er so auffällig, weil es einfach seiner Überzeugung entspricht? Oder ist er auffällig, weil er provozieren möchte? Ist er wieder so eine kleine, ja, so einen kleinen Konflikt Betrachtungsweisen? Wie kann man eine Situation aufnehmen? Dann sind Veränderungen eine tolle Möglichkeit, eine Geschichte zu beginnen. Denn denk mal drüber nach, wie ist die Welt aktuell? Was passiert um dich herum? Welche Veränderungen kannst du sehen? Welche Veränderungen finden gerade statt? Oder welche Veränderungen würdest du dir aktiv wünschen, wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest sagen, so, das soll jetzt bitte nicht sein. Hier soll der Krieg enden. Hier soll das Hochwasser verschwinden. Was möchtest du oder könntest du verändern? Da sind Zeitungen mit aktuellem Tagesgeschehen ein sehr guter Input oder ein Start, um da mal einen Ideenfundus aufzubauen. Was passiert in der Welt? Warum? Und da komme ich direkt zum nächsten Ansatz, mit dem man toll auf Ideen kommen kann, die Was-wäre-wenn-Frage. Was wäre, wenn es eine Welt gäbe, in der man plötzlich nicht mehr schlafen müsste? Was würdest du alles machen? Was würdest du mit den geschenkten Stunden anfangen? Was wäre, wenn plötzlich alle Menschen verschwinden würden? Es würden nur noch Tiere auf diesem Planeten leben. Das ist alles sehr, erstmal sehr skurril oder erstmal sehr abwegig, aber das ist ein Startpunkt. Und diese Fragen könnten der erste Gedanke zu einer nächsten Geschichte sein. Eine schöne Idee ist auch, schreib über das, was dich fasziniert. Was begeistert dich? Was wolltest du schon immer mal erforschen, genauer wissen? Worüber wolltest du mal recherchieren? Nimm diese Leidenschaft, um ja die Recherche zu einer Buchidee auszubauen. Denn wenn du mit Leidenschaft an einem Punkt bist und daran arbeitest, dann bringt er dich auch weiter. Dann hörst du erstmal nicht mehr auf, wenn du für ein Thema brennst. Wolltest du schon immer was über Gespenster schreiben? Dann fängst du vielleicht an zu recherchieren, nochmal, ja, wo leben die? Wie sieht das aus? Wie kann ich mir das denken? Wenn du das für Kinder schreibst, in welcher Sprache, für welches Alter schreibe ich dann? Und was würde dann passen von Formulierungen? Was lieben Kinder? Brauchen die Bilder? Brauchen die Wörter? Oder du möchtest eben für Erwachsene schreiben. Gehe ich dann mehr so in den Fantastikbereich oder bleibe ich im Realen und mache so ein bisschen Psycho-Gefühle damit rein? Alles, was dich fasziniert, worauf du was aufbauen kannst, ist eine Möglichkeit, eine Geschichtsidee. Das Lesen ist natürlich immer ein super Punkt, um damit anzufangen, um eine Inspirationsquelle zu finden. Denn kaum ein Buch lässt uns vollkommen unbeeindruckt zurück. Oft gefällt uns eine Nebenfigur, vielleicht eine Szene, ein Handlungsspielplatz oder ein Spruch, eine Reaktion, wo man dachte, oh, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Überleg dir dann oder halt das fest, überleg dir, warum hat mich das jetzt gerade so fasziniert? Warum hat mich das umgehauen? Das wäre eine super Idee für. Dann geht es schon wieder weiter. Spannend ist auch der Ansatz,
Ja, gut, die Geschichte war jetzt nett, aber mir hat was gefehlt. Was hat? War eine Figur nicht stark genug? Hättest du dir noch einen anderen Konflikt gewünscht? Hättest du dir eine andere Figur gewünscht? Und schon kannst du loslegen und eine Geschichte so schreiben, wie du dir die wünschst. Brainstorming ist natürlich ein Riesenansatz für Geschichtsideen. Denn warum soll man sich alleine in sein Kämmerlein setzen und darüber sinnieren, worüber könnte ich schreiben? Nein, tausch dich aus. Da ist natürlich unsere Bookerfly schreibt dein Buch Community perfekt. Stell eine Frage in den Chat. Stell, ne, frag was oder sag, ich habe die Idee, ich möchte gerne über Bäume schreiben. Oder kennt sich jemand aus mit? Das kann man ja auch als Recherche benutzen, weil wir haben so viele Mitglieder im Club. Vielleicht hast du doch jemanden, der ist Experte für Spurensicherung, für Ackerbau, für Giftmischerei, für Kräuterkunde. Also du weißt ja nicht, wen wir da alles im Club haben und was für Fähigkeiten, Fertigkeiten gibt es da. Also frag einmal rum, stell ein Thema in den Raum und dann guck mal, was passiert. Würde mich nicht wundern, wenn da auch wieder Geschichtsideen aufploppen bei uns Kreativis, die wir da alle unterwegs sind. Alte Fotos sind auch eine wunderbare Quelle, um auf Ideen zu kommen. So richtig alte, so in Schwarz-Weiß. Oder vielleicht sogar noch Dias. Wisst ihr das noch? Ich habe das früher geliebt, wenn ich bei meinen Eltern aus dem Keller den Dia-Projektor aufgebaut habe, ein weißes Laken an die Wand gepinnt und dann Dias rausgeholt. Und natürlich ist das spannend, sich zu überlegen, boah, guck mal, so haben die Menschen ja früher noch mal gelebt. Warum stehen die da jetzt so alle zusammen? Sind die wirklich so schwimmen gegangen mit diesen Ganzkörper-Badeanzügen und warum waren die Männer und die Frauen noch mal getrennt? Schon bist du wieder auch in einem aktuellen Thema. Geschlechter, Anerkennung, Diversifikation. Man kann Altes mit Neuem da wunderbar verknüpfen. Also überlegen, warum sind diese Personen da gerade auf dem Foto? Was hat die da zusammengebracht? In welchen Situationen, Emotionen sind die da wohl gerade gewesen? Schon geht's da oben im Kopf wieder los. Und einen letzten Tipp noch, und damit habe ich euch sicherlich schon massiv befeuert, sind Transportmittel. Bus, Flieger, Zug und Co. Das ist ein Kessel voller Leben und voller Geschichten. Hör da mal zu. Also da sage ich immer da davon gerne schon mal, wenn man da dumm steht und irgendwie am Gepäckband oder man wartet, bis man den Koffer abgeben kann oder man muss sowieso warten, weil der Bus hat eine Verspätung oder hat eine Panne. Und dann guck dir mal die anderen Menschen an. Was bewegt die? Worüber regen die sich auf? Wie sprechen die? Haben die Dialekt? Haben die einen Sprachfehler? Und schon kannst du überlegen, warum hat er den Dialekt? Wo kommt der her? Warum ist der jetzt, ne, der klingt definitiv nach Süddeutschland. Warum ist der gerade am Niederrhein? Was macht der hier? Das geht auch wunderbar in Wartezimmern oder bei Kassenschlangen, beim Einkaufen. Was macht der Mensch hier? Warum ist er so? Warum spricht er so? Was macht er hier? Wo will er hin, wenn er in den Flieger steigt? Geht er zu einem Business-Meeting? Macht er Urlaub? Bricht er gerade alle seine Brücken hintereinander ab und baut ein neues Leben auf? Weiß man das? Nein, aber du kannst es ja dir ausdenken und uns daran teilhaben. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Und du hast eine Menge Ideen bekommen, womit man Geschichten anfangen kann, wo man Inspiration für neue Geschichten findet. Ich wünsche dir toi, toi, toi und viel Spaß bei der Umsetzung und beim Ausprobieren und hoffe, dass wir uns im Bookerfly Club wiedersehen, vielleicht bei einer Kurzgeschichten-Challenge oder beim gemeinsamen Lektorieren einer Kurzgeschichte oder wir lesen uns auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Podcast und ja, schau immer mal wieder rein. Ich werde noch mehr Podcasts zum Thema Kurzgeschichten aufnehmen. Viel Freude und danke fürs Zuhören. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dir haben die Tipps gefallen und wünschen dir viel Freude bei der Umsetzung. Ja, wenn du mehr von uns möchtest, dann folge uns auch gerne auf Instagram. Du findest uns dort unter Bookerfly oder schaue vorbei auf www.bookerfly.club.